Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um dieses Prachtstück. Mandalorian, The Child, Star Wars von Colourpop. Die haben eine Palette rausgebracht im Oktober. Ich glaube sogar am 29. Oktober. Da ist diese Palette released worden. Und der kleine The Child, dort noch so benannt, steht auch hinten auf der Rückseite. Grogu. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Grogu. Genau. Haben sie ja letzte Woche, glaube ich, in der Staffel gesagt, wie er heißt. In der Folge meine ich. Ich gucke natürlich, ne? Und so sieht das gute Stück aus. Am 29. Oktober bestellt. Ja, gestern ist es angekommen. Hat ein bisschen gedauert. Eine süße Palette. Ich habe auch schon mal kurz reingeguckt. Da ist nochmal The Child drauf. Spiegel drin und ja. Der kleine Grogu ist halt da drauf. Steht Cutest in the Galaxy und im Moment ist er das auch. Gestehen wir das mal ein. Das sind die Farben und heute werden wir uns damit ein bisschen schminken. Wir werden das mal austesten. Ich habe ja insgesamt jetzt 4 Colourpop Paletten. Ich habe die Just Look, Luck, wie auch immer. Das ist eine, das ist jetzt ein bisschen viel. Machen wir nacheinander. Das ist so eine grüne Palette. Na? Das sind so, in dem Fall so Hartplastikpaletten mit Spiegel drin. Die The Child, also Mandalorian Palette, ist Pappe. Das ist für mich neu. Aber für Colourpop normal. Dann haben wir hier die Blue Moon Palette. Ja. So blau, ne? Ganz süß, ein bisschen durchgerockt aus. Und dann die schon bei mir öfters gesehene Smoke Show Palette von Colourpop. Zeige ich aber auch nochmal. Auch immer jeweils Hartplastik mit Spiegel drin. Auch sehr, sehr reisetüchtig. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das zu den Colourpop Paletten. Ihr Süßen, da habe ich halt ein paar Super Shock Shadows noch von Colourpop. Und Eyeliner. Ja. Aber es geht ja heute um den kleinen Grogu, den wir hier haben. Da starten wir. Diesmal vergesse ich die Eyebase nicht. Die Lidschattenbase. Ist ein bisschen Chaos hier wieder, das Video. So. Eben geguckt, auch, ob ich auch auf Aufnahme gedrückt habe. Auch immer wichtig. So. Also, was Colourpop da gebastelt hat, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, das werden wir jetzt rausfinden natürlich. Und ich weiß auch nicht, warum das diesmal so lange, so ewig lang gedauert hat. Was da mit dem Tracking los war. Also ich wurde da schon so ein bisschen nervös. Natürlich hing es ewig in Frankfurt fest am Zoll. Ne, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Aber das wurde dann auch geöffnet. Stand auch war noch Aufkleber auf dem Päckchen. Die packen übrigens sehr, sehr gut ein. Das war wirklich sehr geschützt. Das drauf jetzt, ne? Das ist sehr, sehr geschützt und fand ich halt gut. Ihr Lieben, ich würde sagen, dass wir mit dem Ton hier, die Töne blende ich euch hier ein, dass wir mit diesem Braunton, ach Tatooine heißt der, ja passend, ne, das ist so ein, ja, so ein Wüstenplanet, das passt ja, dass wir da jetzt mit starten und da mal so ein bisschen das in die Augen verblenden. Auch hier, Colourpop arbeitet auch mit Pigmenten. Mit Pigmentformulierungen. Ich finde deren Lidschatten sehr, sehr gut. Und mal sehen, wie das jetzt ist. Hier.
Ja, ich hoffe, ihr guckt fleißig die Serie Mandalorian. Und wir machen das. Freitags geht's immer los. Was sagt ihr? Ich finde es ganz gut eigentlich. Ich habe, wie ihr gesehen habt, keine solchen Farben jetzt in diesen Paletten. Na, da war doch immer alles. Mal gucken. Nee, das ist das Einzige, was ich denn so in dieser Richtung habe, wäre denn bei dieser Palette ein Grün-Braun. Was ich jetzt auch noch nicht so genutzt habe, um zu verdunkeln eventuell, weil da kein Schwarz drin ist. Aber das finde ich schon mal sehr, sehr nett hier. Ich gehe wieder mit Mix-Max-Pinseln rein. Nichts Spannendes. Das jetzt hier. Eine Geschichte ist. Dann gehen wir jetzt mal mit. Schauen wir mal, ich habe mir so ein paar Pinsel hier hingelegt. Ist der? Nein, ich möchte ein 227 haben. Das 227? Wir gucken mal. Nein, das ist nicht. Wo ist mein 227? Und wir gehen jetzt mit dem dunkleren Braun. Tonblende ein. Oh, der ist so stark pigmentiert. Ich blende den Namen hier ein. Okay. Auftupfen und dann polieren und dann blenden. Junge, heftig. Sehr, sehr nett. Ich gehe mal da mit dem zum Jumbo Blender mal rein. Das rockt. Ihr seht ja alles, ne? Nett, nett. Hier ein bisschen mehr. Schon wieder. Muss ja gleich aussehen. Ja, sie sind, wie ihr hier seht, leicht bröselig. Das ist aber so bei Colourpop. Aber die Pigmente, wenn die aufbrechen, wow. Ne? Dafür, dass Colourpop jede Woche eine neue Kollektion rausbringt, haben sie eine verdammt gute Qualität. Ne? So, ich glaube. Noch nicht ganz. Hier muss ich noch hin. Ja, so, jetzt gehe ich aber mit einem 227 von Zoeva. Ich gucke nochmal, ja, dass nichts Falsches erzähle. Ja, schon eingesaut. Da gehe ich mal mein Tüchlein hier. So, ich muss immer so ein Plätzchen haben. Ich gehe jetzt mit einem leichten. Wir fangen ja mit dem in der Mitte an, dem prägnantesten Grünton hier. Den setze ich mir jetzt erstmal hier hin. Damit wir mal irgendwie so auch mal mit Grün arbeiten. Fantastisch.
Geil! Sehr, sehr schön. Ich bin begeistert. Und den gehen wir mit irgendwie so einem anderen Pinsel. Ist doch egal. Hier ist so ein grün-goldener Schimmerton. Ich weiß jetzt auch nicht, aber wir swatchen das mal. Ach, jetzt geht das wieder los. Ihr lieben Swatch Party. Wow. Den möchte ich. Na? Weißt du Bescheid? Nee, das mache ich mal lieber nicht mit dem. Ich muss das mit dem Pinsel machen, sonst habe ich keine Kontrolle hier. Den möchte ich mal hier so mit. So drüber. Wisst ihr? Ich veredle das so ein bisschen damit. Wow. Da hat das Warten sich gelohnt, würde ich sagen. Dann habe ich hier ein Pencil Brush. Und möchte mit zwei, wir versuchen ja irgendwie, alle weiß ich nicht, aber wir versuchen das mit diesen beiden Farben, erst mit dem helleren, dann mit dem dunkleren, den unteren Wimpernkranz jetzt mal zu performen. Ich gehe jetzt erst mit hell rein. Helles Grün. Abklopfen und los. Das ziehe ich hier so rüber. Very nice, very nice. Mit dem gleichen Brush kurz sauber gemacht in meiner Saubermachbox. Gehe ich dann hier in den dunklen wieder rein. Oder rein und dann. Vom Äußeren bis zur Mitte. Und das ein bisschen Dimension bekommt. Das gleich noch verblenden. Nice. Okay. Mit dem Wet n Wild Brush gehe ich, oh, das ist so schön, gehe ich hier in den Silberton und setze mir den, ja, hier oben hin. Ich den schon mal. So. Das ist so ein, ja, Silberraumschiffton. Dann mache ich den ein bisschen sauber, den Brush. Und gehe dann in den silber-gold-weißen Ton oder so rein. Den setze ich mir hier ins innere Augen. Ins Inner Corner. Den inneren Augenwinkel, so heißt es. Nice. Hier meine ganzen. Mit einem anderen Pencil Brush. Dann haben wir, glaube ich, alle Töne durch. Nehme ich hier dieses helle Gold und setze mir das hier vorne hin. Dann habe ich jetzt 9 Töne benutzt. So, und dann ziehe ich mir das hier noch ein bisschen rüber und verblende das mit den anderen. Also lass die miteinander verschmelzen.
mit dem Restpigment von dem Gold. Wow, super. Nice, nice, nice. Jetzt brauche ich mal eben hier. Ja. Dann noch ein bisschen. Hammerpalette. Ich bin sehr, sehr, sehr happy, dass ich sie habe. Unterstreicht meine Fanbase, sondern sie performt auch richtig, richtig gut. Sondern sie ergänzt auch meine vorhandenen Grüntöne, die schon halt ein bisschen anders sind. Sieht man jetzt hier nicht so. Die sind halt anders. Also das ist halt ein bisschen, ja, anders sind sie halt. Das gefällt mir richtig, richtig gut, ihr Lieben. Ja. Colourpop. The Child. Star Wars The Child. Geile Palette von der Serie, für die Serie. Also macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Liked das Video. Kommentiert das Video, folgt mir bei Instagram und dann würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen super, super schönen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Bye.